Ja, moin Leute, und da sind wir wieder zu einer weiteren Folge von The Last of Us Remastered. Ich bin euer Spielfriede. Wow. Scheiß Scharfschütze. Ja, und weiter geht's. Letzte Folge haben wir es aus der Kanalisation hierher geschafft. Also gut. Bleibt alle hier. Nein! Bevor es losgeht, ihr müsst ihn für mich ablenken. Ich gehe hinten rum und versuche ihn anzuvisieren. Okay. Hey, vorsichtig. Wow, da ist ein verdammter Scharfschütze. Ehrenwort auf den Ehrenwort geschissen. Okay. Ich weiß zwar nicht, was das für ein komischer Vogel ist. Ach du Scheiße. Wow. Ich finde. Suchen wir hier. Der alte dumme Opa, ey. Sieht sofort los, Mann. Bleib cool, Mann. Immer mit der Ruhe. Oh, das war schon wieder hart am Limit hier, Alter. Okay, das ist schon wieder übelst pervers, Mann. Ich gehe in diesen Bereich. So. Da kann ich jetzt nicht durch, sonst brenne ich gleich. Da kommt noch mehr. Da steck ich. Die Hunde machen mir ein bisschen Sorgen. Gibt's ja wohl nicht, wa?
Er weiß genau, wo ich bin, der Scharfschütze. Verdammt! Wow. Da habe ich mich jetzt ein bisschen erschrocken. Voll sein, Leute. Boah, Junge. Übel. Boah, noch mehr. In dem verbrannten Haus. Such da unten. Wo ist dieser Typ? Verdammt! Oh, ihr müsst doch nicht... Und? Nicht. Ja. Wollt ihr wieder oberschlau sein? Verteilen! Wir kommen von diesem blöden Wetter auch nicht weg, ne? Habt ihr was gesehen? Dito, suchen wir. Oh, wo seid ihr denn? Wo seid ihr, ihr verdammten Feiglinge? Der Hölle war... Scheiße. Hat der gesessen? Wo wollt ihr denn hin? Der hat wohl gesessen, glaube ich. Lässt ein kleiner Kumpel sich sehen? Dafür wirst du bezahlen! Kommt raus, kommt raus! Wo immer ihr seid! Okay. Fluch nochmal, wo steckst du? Okay.
Jetzt hab ich dich, Arschloch! Einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Langsam kann ich diese blöden Hunter auch nicht mehr sehen, ey. Die machen einem das Leben ja richtig zur Hölle. Was ein Typ, Junge. Oh. Nein! Los! Komm, komm, komm! Verdammt! Nein, lass Ellie zufrieden! Nein! Fuck. War gerade so eine geile Runde. Kommt her, kommt her. Na los, Leute. Komm schon, Joel. Wo denn? Da. Da ist noch einer.
sind hier noch welche. Schießen auf den Scheiß, auf das Auto, ey. Was machen die denn jetzt da? Alles okay, Sam? Ja, bin okay. Danke, Joel. Sieh mal da. Okay. Geschafft. Wir müssen weg. Okay. Sam! Oh, es geht schon wieder weiter. Henry! Sam, alles okay? Ja, mir geht's gut. Sicher? Ja, alles gut. Los, mach! Gehen wir! Oh, fuck. Junge, die sind viel zu schnell! Mann, ich komme mir gerade vor wie bei The Walking Dead, Alter. Die erste Staffel. Nein! Nein, 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 nein. Boah. Da habe ich noch keine Sahne gegen. Oh Gott. Boah, nein. Bist du okay? Ich lebe. Jemand verletzt? Ist okay. Okay, machen wir, dass wir wegkommen. Kommt mit. Dann los. Los, weg da. Ich glaub dir kein Wort. Im Ernst? Es war Tommys Geburtstag. Er wollte nichts anderes als zwei Harleys mieten und einfach losfahren. Oh, Mann. Das wäre das Größte, wenn ich fahren könnte. Nur um den Block. Wie war's denn? Es war gut, echt gut. Gut? Ist das denn zu glauben? Na los, Mann, ich will Details. Beschreib es. Wisst ihr was? Ihr zwei führt jetzt ein Männergespräch. Nein, Ellie. Es geht hier nicht um ein normales Motorrad, okay? Wenn du auf die Maschine steigst und den Motor spürst, das ist echt einmalig. Ach ja, und woher willst du das wissen? Ich hab davon geträumt. Okay. Ich glaube nicht, dass einer von unseren Leuten kommt. Ja. Yeah. Das Schlimmste daran ist, es Sam zu erklären. Tja, was soll ich sagen? Die zwei haben sich gesucht und gefunden. Was machst du? Ich überprüfe, wie viel Essen wir jetzt noch haben. Verstehe. Und wie sieht es mit den Dosen Pfirsichen aus? Hat Henry dich geschickt? Nein. Warum soll Henry mich schicken? Damit er sicher ist, dass ich keine Scheiße baue.
Ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Und ganz besonders du. Ist alles okay? Ja, ist alles okay. Okay. Tja, dann gute Nacht. Warum hast du nie Angst? Wo hast du das denn her? Dann sag mir, wovor. Mal sehen. Skorpione sind gruselig. Allein zu sein? Ich habe Angst davor, allein zu leben. Was ist mit dir? Die Dinger da draußen. Was, wenn die Menschen noch da drin sind? Wenn sie gefangen sind, ohne Kontrolle über den Körper? Ich habe Angst, dass mir das passiert. Okay. Zuerst mal, wir sind ein Team. Wir helfen uns gegenseitig. Und zweitens, sehen sie vielleicht noch wie Menschen aus, aber niemand steckt mehr in ihnen drin. Mein Bruder sagt immer, dass sie gegangen sind. Zu ihren Familien. Wie im Himmel. Glaubst du, das stimmt? Tja, ich weiß auch nicht so genau. Ich meine, ich würde es gern glauben. Du tust es aber nicht. Nicht wirklich. Ja, ich auch nicht. Oh, jetzt hätte ich es beinahe vergessen. Ich hab ja noch was. Da. Wenn er nichts davon weiß, nimmt er ihn dir nicht weg. Okay, ich bin müde. Wir sehen uns morgen. Das riecht gut. Guten Morgen. Wo ist Sam? Ich lasse ihn erst mal ausschlafen. Huh. Naja, wenn du ihn vermisst, kannst du ihn ja aufwecken. Okay. Sam? Sam! Was ist los? Oh shit, der verwandelt sich! Das ist mein kleiner Bruder! Scheiß drauf! Hey, Ellie, bist du okay? Oh mein Gott! Sam! Oh nein! Sam! Henry! Ellie, bleib da! Henry! Henry, was hast du getan? Du gibst mir jetzt deine Waffe, okay? Oh, okay, okay, ruhig. Das ist deine Schuld. Niemand ist daran schuld, Henry. Das ist alles deine Schuld. Henry! Henry, nicht! Wow. Kranker Scheiß. Jackson County. Dann sind wir bald in Jackson City, ja? Es sind nur noch ein paar Meilen. Freust du dich auf deinen Bruder? Ich will einfach ankommen. Aufgeregt? Ich weiß nicht, was ich fühle. Oh Mann, Leute.
Echt traurig, so durchgekämpft und dann trotzdem alles verloren. Sam und Henry sind tot. Ist doch echt immer packend, die Story. Erst sieht alles gut aus und dann geht wieder alles den Bach hinunter. Ja, ich mache hier erstmal einen Cut, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Und ich sage nur noch, munter bleiben und bis demnächst.